Herr Sina, das Spiel zeigt uns einige Arten. Glauben Sie, der Origami-Killer hat Manfred getötet? Macht Sinn. Er wollte ihn zum Schweigen bringen. Und Sie verdächtigen Gordy Kramer, stimmt's? Ihn oder seine Leute. Gordy hatte die Zeit und die Mittel. Und die entsprechende kranke Einstellung, die dazugehört. Es ist nur ein Verdacht, aber er sieht verdammt schuldig aus. Sind das die Akten zum Fall? Ich arbeite schon seit Jahren daran. Jede Menge Papierkram. Magazine über Origami? Sie meinen, der Mörder hat eins abonniert? Wenn er sich in den letzten 30 Jahren für Origami interessiert hat, könnte er vielleicht dabei sein. Oh, hier ist auch echt warm. Vor allem auch hier drin gerade. Das bringt gar nichts. Ich habe Hunger. Haben Sie was zu essen? Schmelzt auch so ein bisschen. Ich bin kein Koch, aber ein paar Rühreier werde ich schon hinkriegen. Als ob du Rühreier hinkriegst. Toll. Alles klatschnass. Ich muss mich aufwärmen. Ist es okay, wenn ich dusche? Nur zu. Duschen! Die Tür in meinem Schlafzimmer. Ich mach das Essen und Sie gehen duschen. Muss gucken, dass Sie nichts in meinem Schlafzimmer... Was ist in meinem Schlafzimmer? Ich sollte die Rühreier machen. Vielleicht ist ja wirklich sie auch der Killer. Oh, so ein Schneegestöber. Zur Abkühlung wäre es auf jeden Fall genau das Richtige jetzt. Sieht aus wie Gelee. Nichts mit Popo, nee, diesmal nicht. Das jetzt die an, Eier müssen jetzt fertig sein. Tolles Rührei. Das ist ja eher ein Spiegelei, aber das sieht ein bisschen... Ihren Bademantel geborgt. Steht Ihnen gut. Hey, das sieht fast genießbar aus. Was ist das? Das Notizbuch aus Manfreds Büro. Nach diesem Buch haben in den letzten 10 Jahren 30 Kunden Royal-Teile gekauft. Vielleicht auch der Killer. Naja, die Alibis von 30 Kunden zu prüfen und das einzeln ist viel Laufarbeit. Außer, wenn wir sie mit der Liste vergleichen würden. Die Liste der Abonnenten der Magazine. Sie haben sie doch noch, oder? Ja, ja. Lauren, warten Sie. Ey, das Essen wird kalt. Das sieht so schön lecker aus. Lecker Rührei. Wenn der Killer tatsächlich mit einer Royal-Maschine geschrieben hat und ein Origami-Magazin abonniert hatte, sollte er auf beiden Listen stehen. Lauren, das ist nur eine Theorie, aber... Ja, ist möglich. Der Name ist hier drin. Schönen Abend noch, schönes Wochenende. Bis ganz bald. Schön, dass du da warst. Thank you.
sie sich freut. Okay, sie haben auf jeden Fall einen Hinweis gefunden. Der Einzige, der auf beiden Listen stand, starb mit 10. Und was wollen wir machen? Nachsehen, ob er auch wirklich tot ist? Ich weiß, es macht eigentlich keinen Sinn. Außer der Mörder benutzt nur den Namen. Warum gerade ein Kind, das vor 30 Jahren starb? Das müssen wir rausfinden. Sein Name ist John Shepard und er muss einen Grabstein haben. Sie geben nie auf, oder? John Shepard. Ob ich hier was erkenne? Frag den, wenn ich den fragen kann. Verzeihung. Ich suche das Grab eines Jungen. Ein John Shepard. Geradeaus. Ein Stück weiter hinten. Danke. Entschuldigung. Ich suche das Grab eines Jungen, der vor 30 Jahren gestorben ist. Ein John Shepard. Können Sie mir vielleicht sagen, wo es ist? Die Kindergräber. Hey, Lauren! Hier ist es! Ich hab sie unterbrochen. Da ist eine Origami-Figur. Dein Ernst? Origami-Figuren. Das kann unmöglich ein Zufall sein. Vielleicht ist es sein Bruder. Die Blumen sind noch frisch. Jemand scheint sich um das Grab zu kümmern. Armer Kleiner. Ich kannte den Jungen. Sie kannten John Shepard? Habe fast mein ganzes Leben hier gearbeitet. Ich weiß, was passiert ist. 77. Oktober. So alt sieht er noch gar nicht aus. Ihr nichtsnutzigen Sträuche, macht euch gefälscht hier raus. Los, haut! Verfluchten Rotzbengel! Kommt wieder, versatzte Mutter von der Arbeit zurückkommt! Er ist wieder voll. Und was machen wir jetzt? Es regnet wie aus Eimern. Wir werden klitschnass, wenn wir draußen bleiben und spielen. Aber er schlägt uns nicht. Das bisschen Regen macht nichts. Los, wir spielen! Ich wette, du kriegst mich nicht! Jetzt spiele ich auf jeden Fall den kleinen Jungen hier. Bestimmt gleich irgendein Unfall. Soll ich noch drehen? Na los! Mann, du bist echt eine lahme Ente. Das schaffst du nicht. Jetzt mach hinne! Ich warte!
irgendwas Schlimmes passiert hier gleich. Schlagen von irgendwas oder... Fällt irgendwo runter. Mann, du bist echt eine lahme Ente. Ich glaube, er fällt irgendwo runter. Na los, komm schon, du Flasche. Spielt doch nicht auf Baustellen. Jetzt. Oh oh. Das ging gut. Du musst es nicht machen, wenn es dir zu schwer ist. Ach Quatsch, ich schaffe das leicht. Guck hin. Balancier doch. Geht das nicht? Na los, du bist jetzt dran. Quicktime-Events, ne? Das ist... Jetzt weiß ich aber, was ich machen muss. Es ist Zeit für den Todessprung! Reicht doch jetzt mit Spielen. Und musst mich suchen, okay? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zehn, 14, 18, 20. Johns Stimme. John, Hilfe!
du? Das arme Kind fand keine Hilfe. Und sein Bruder ertrank in dem Rohr, im Regenwasser. Sag's doch, das ist der Bruder. Junge. Was ist aus dem geworden? Tja, ich weiß nur, er wurde den Eltern weggenommen. Ich glaube, er wurde adoptiert. Tja, sieht nach einem Sturm aus. Ich gehe lieber nach Hause. Ist der Bruder. Gott, eine schreckliche Geschichte. John Shepard ertrinkt im Regen an der Hand seines Bruders. Könnte er vielleicht der Origami-Killer sein? Kommen Sie, zurück zum Wagen. Susi, willkommen zurück. Ja, wir waren in der Vergangenheit. Wir waren ja erst in dem Laden mit den Schreibmaschinen und da gab es dann eine Übereinstimmung zwischen einem Käufer so einer Maschine und jemandem, der quasi so ein Magazin für die Maschine da gekauft hatte. Und das war Johnny Shepard, aber da kam halt raus, der war 10. Wir wollten dann halt gucken, ob es vielleicht jemanden gibt, der den Namen von diesem Jungen nutzt. Und jetzt sind wir halt quasi auf dem Friedhof gewesen und sind ein bisschen in der Vergangenheit gewesen, weil dieser... Was ist los? Junge? Der Mann da drüben. Ja, das ist doch der Kramer. Ja. Kramer. Der heißt... Charles Kramer. Gottes Vater? Was will der hier? Das ist der Bruder. Wetten, das ist der Bruder? Er liegt Blumen auf John Shepherds Grab. Ich meine, das ist ja 40 Jahre her, wo der gestorben ist.